Guten Morgen, meine Damen und Herren. Erstes Thema heute ist die Razzemat-Spaltung. Das heißt, wie bekomme ich ein zum Beispiel 1:1 Gemisch von zwei Enantiomeren getrennt? Eine Möglichkeit ist dazu, sich der Gaschromatographie oder der Säulenchromatographie zu bedienen. Allerdings muss das Säulenmaterial chiral sein. Sodass die unterschiedlichen Enantiomeren unterschiedlich lang auf der Säule verweilen. Ja, was wird das Trägermaterial sein? Irgendwo ein Polymer, entweder schon ein chirales, natürliches Polymer oder ein polymeres Material, wo chirale Verbindungen über sogenannte Linker, das sind einfach Zwischenstücke, festgemacht sind. Sehr häufig werden spezielle Zucker eingesetzt, wie zyklische Zuckerverbindungen, Zyklodextrine auf dem Material aufgetragen oder zum Beispiel auch Weinsäure auf Kieselgel befestigt. Und dann ist die Weinsäure, das chirale Material, liefert die chirale Information. Zweite Möglichkeit, animpfen. Mit einem enantiomeren reinen Kristall der Verbindung des Enantiomers, was man dann isolieren möchte. Dazu muss natürlich die chirale Verbindung überhaupt kristallisieren. Also bei Normaltemperatur ein Feststoff sein. Und man braucht bereits die chirale enantiomerenreine Verbindung, zumindest als kleine Probe. Dann einen solchen Kristall hinein und der sorgt dann dafür, dass das eine Enantiomer bevorzugt auskristallisiert. Drittens, mechanische Trennung. Die mechanische Trennung enantiomorpher Kristalle und da schreibe ich mal gleich dahinter, das ist äußerst selten der Fall, dass man das überhaupt feststellt. Was heißt das? Beide Enantiomeren kristallisieren getrennt und der Kristall, die Kristalle unterscheiden sich in der Form. Das heißt, man sieht schon, dass die Kristalle Bild- und Spiegelbild sich sind von den Kristallflächen, die man dort sieht. Und das war in der Tat ja, bei der ersten enantiomeren Trennung der Fall, was Pasteur 1848 gelungen ist. Und zwar an folgender Verbindung, einem Weinsäure-Salz mit Natrium plus und Ammonium plus als die gegen Kationen. Und zwar fiel da halt Pasteur auf, dass man optisch schon die Kristalle unterscheiden konnte, hat die voneinander getrennt und stellte dann fest, dass die halt polarisiertes Licht unterschiedlich drehen. Hat das publiziert
Dann haben es andere versucht nachzumachen, hat nicht geklappt, wurde angezweifelt, dass er dort also hier eine echte Entdeckung gemacht hat. Und dann musste in einem Labor von eben, also hier unabhängig, das geklärt werden. Pasteur konnte das aber vormachen, weil diejenigen, die versucht haben, es nachzumachen, hatten einfach recht schnell die Lösung des Salzes eingedampft. Dann klappt es nicht. Es muss langsam auskristallisieren, damit sich die enantiomorphen Kristalle bilden können. Und dann funktioniert das auch nur in einem relativ engen Temperaturbereich. Ein Stück weit eben, also Glück, auch die richtige Temperatur zu erwischen. Er konnte es unter Aufsicht halt dann nochmal eben, also reproduzieren. Und dann war die Sache geklärt. Weitere Möglichkeit. Viertens, ja, überführen der Enantiomere in Diastereoisomere. Beispiel hierfür. Nehmen wir das Phenethylamin, und zwar ein racemisches Gemisch von Phenethylamin. Dieses hier plus das entsprechende Spiegelbild. Dann haben die gleichen physikalischen Eigenschaften, sind schwer zu trennen, es sei denn in chiraler Umgebung. Wir sorgen nun für die quasi chirale Umgebung, indem wir eine einfache Reaktion damit machen, nämlich eine Salzbildung mit einer chiralen Säure. Das kann zum Beispiel die Milchsäure sein. Und wir setzen dazu dann die Enantiomeren, reine Milchsäure ein, bilden hier das Salz. Und hier das entsprechende Salz. Dann haben wir zwei Verbindungen. Schauen wir uns mal an, wie ist hier die absolute Konfiguration nach Kahn-Ingold-Prelog. Ja, vom Sauerstoff zur Carboxylatgruppe, zur CH3-Gruppe ist im Uhrzeigersinn. Hier haben wir also R an der Stelle vom Stickstoff zu der Gruppe, zu der CH3-Gruppe, die hinter der Tafelebene ist, entgegen dem Uhrzeigersinn. Hier ist also RS, das RS-Salz. Und in diesem Fall müssen wir dann entsprechend das RR-Diastereomer haben. Diese beiden Salze verhalten sich dann eben nicht mehr wie Bild und Spiegelbild, sind Diastereoisomere. Damit haben die auch unterschiedliche physikalische Eigenschaften, zum Beispiel was Löslichkeit angeht. Ja, und durch fraktionierende Kristallisation kann man das dann trennen. Was Sie im OC-Grundpraktikum machen werden, ist Folgendes. Das Diaminocyclohexan als Racemat liegt vor und Sie werden mit Weinsäure dann Diastereoisomere Salze bilden und auch fraktionierend
kristallisieren. Eine Methode, die sehr gut funktioniert, denn alle Versuche im OC-Grundpraktikum funktionieren sehr gut. Nur daran erkennen Sie das dann. Des Weiteren, fünftens, sogenannte kinetische Racematspaltung. Ja, beispielsweise nehmen wir mal an, wir haben ein racemisches Gemisch dieser beiden Zyklopentenole. Dann können wir Folgendes machen. Können die überführen in Ester und setzen nun ein Enzym ein, eine Esterase, einen chiralen natürlichen Katalysator, der halt Ester verseift. Und der wird eines der beiden Enantiomeren schneller verseifen als das andere. Da muss man einen richtigen Zeitpunkt abpassen und sagen, okay, hier stoppe ich nun die Reaktion und habe dann ja, vor allem eins dieser beiden verseift als Alkohol, bei dem anderen habe ich noch den Ester vorliegen, dann kann ich das halt prima trennen. Und gewinne letzten Endes beide Verbindungen enantiomeren rein. Dann gibt es noch die dynamische kinetische Racematspaltung. Da kommt dann noch hinzu, dass für Bedingungen gesorgt werden, dass die beiden Enantiomeren ineinander umgewandelt werden, sodass man, wenn man das Ganze geschickt anstellt, am Ende ja, von einem Mol Moleküle, von einem Mol Substanz auch im Grenzfall fast ein Mol Enantiomere in reiner Verbindung rausbekommen kann, von einem Enantiomer. Denn wenn man hiervon ein Mol insgesamt einsetzt, kriegt man ja nur 50% im Maximum von einem Enantiomer raus. Das andere ist nun mal das andere. Und bleibt es auch während der Reaktion. Bei all dem, was wir hier besprochen haben, haben wir es mit Chiralitätszentren zu tun. Das heißt mit Punktchiralität. Aber wenn man schon betont Punktchiralität, dann gibt es sicher auch noch andere Dinge. Und ein Beispiel ist die axiale Chiralität. Und da haben wir es dann mit Chiralitätsachsen zu tun. Das erste Beispiel. Hier ein Allen, so etwas hier mit kumulierten CC-Doppelbindungen wird als ein Allen bezeichnet. Das ist die Substanzklasse. Und wenn man das so zeichnet, naja, so eine Zeichnung ist halt immer irgendwie flach. Und sich das genau überlegt, dann fehlt hier was an Information, und zwar die räumliche Information. Bei einem Allen sind diese vier Substituenten, die da dran sitzen, eben nicht in einer Ebene. Sondern ich kann hier mal ein Enantiomer zeichnen.
Hier kommt das Fluor aus der Tafelebene raus und Wasserstoff ist in der Tafelebene drin. Das ist ein Enantiomer. Das zweite ist dann halt das Spiegelbild. Und wie kann man das jetzt also sich begreiflich machen, dass dem so ist? Ja, wie kommt so eine CC-Doppelbindung zustande? Die CC-Doppelbindung kommt zustande einmal durch den Sigma-Anteil. Das ist die Überlappung von den sp2-Hybridorbitalen. Und der Doppelbindungsanteil kommt hinzu durch die Überlappung der übrig gebliebenen p-Orbitale. Wie sieht das jetzt hier aus? Hier also die Sigma-Bindung. Und da die p-Orbitale drauf. Sorgen hier mit der Überlappung für den Doppelbindungsanteil. Wenn die p-Orbitale so in der Tafelebene sitzen, dann muss ja das Fluor und der Wasserstoff aus der Tafelebene herauskommen, beziehungsweise hinter der Tafelebene sein. Die p-Orbitale, die für den Doppelbindungsanteil dieser CC-Doppelbindung sorgen, stehen senkrecht zu diesen hier. Und daraus folgt dann, dass Kohlenstoff, dieser Kohlenstoff und Chlor und CH3 in einer Ebene sitzen. Ja, aber diese Ebene ist genau senkrecht zu der Ebene aus Wasserstoff, Fluor, Kohlenstoff und Kohlenstoff hier. Tja, und jetzt müssen wir hier, wenn das ein Enantiomer ist, natürlich auch eine Aussage darüber treffen können, welches Enantiomer. Das kann man auch mit den Regeln nach Kahn-Ingold-Prelog, die nur um ein kleines Detail erweitert sind. Das werden wir gleich sehen. Bei den Substituenten, die wir hier haben, können wir auch wiederum nach Kahn-Ingold-Prelog eine relative Reihung vornehmen, eine Priorität. Und Chlor als das Element mit der höchsten Ordnungszahl dabei hat dann die Priorität. Und jetzt kommt die Erweiterung. Wir betrachten nun das Chlor und müssen dann noch einen weiteren Substituenten betrachten. Der nächste ist dann auch einer, der nah an uns dran ist. Ja, wenn wir also Chlor hohe Priorität verliehen haben, dann ist der hier, hat die zweithöchste Priorität, weil er zusammen mit dem Chlor dann näher an uns heransteht als diese beiden hier. Ja? Der hier hat dann 1, der hier hat die Nummer 2, ungeachtet dessen, dass Fluor halt eine höhere Ordnungszahl hat. Dann kommt aber bereits das Fluor und schließlich am Ende der Wasserstoff. Und jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Vom Chlor wandern wir zur CH3-Gruppe, weil halt die Nummer 2 und nahe an uns dran. Dann zum Fluor aus der Tafelebene, zum Wasserstoff hinter der Tafelebene. Nochmal vom Chlor zur CH3-Gruppe, zum Fluor, zum Wasserstoff. Was wir dabei dann beschreiben, ist eine Linksschraube. Wir drehen uns in das Molekül rein und zwar gegen den Uhrzeigersinn, eine Linksschraube, und damit ist dieses hier das S-Enantiomer. Zweites Beispiel. Ja, vielleicht zeichne ich es auch eben also nochmal. Die Newman-Projektion kann uns hier auch helfen, das zu verstehen. Und zwar eine Newman-Projektion, da haben wir dann nun hier 3 Kohlenstoffe hintereinander. 1, 2 und 3. Oben das Chlor. Hier die CH3-Gruppe. Wenn ich also jetzt aus dieser Richtung auf das Molekül blicke, dann hier hinten zur rechten Seite kommt das Fluor. Und zur linken Seite der Wasserstoff. Ja? Auch hier also vom Chlor zur CH3-Gruppe, zum Fluor dorthin,
Wir schrauben uns gegen den Uhrzeigersinn in das Molekül gedanklich hinein. S. Die Chiralitätsachse im Übrigen geht hier durch dieses Molekül durch. Hier haben wir es gar nicht mit vier unterschiedlichen Substituenten am Allen zu tun, sondern nur zwei unterschiedliche Substituenten. Trotzdem, das ist eine chirale Verbindung. Wenn Sie das Spiegelbild dazu zeichnen, werden Sie merken, Sie haben keine Chance, dass zur Deckung zu bringen, die beiden Enantiomere. Dann stellen wir auch hier wieder fest, um welches Enantiomer handelt es sich. CH3 hat höhere Priorität als Wasserstoff, also von der CH3-Gruppe zum Wasserstoff, zur CH3-Gruppe, die hier aus der Tafelebene rauskommt, zum Wasserstoff hinter der Tafelebene. Also nochmal, von hier nach da, nach dort, da schrauben wir uns mit einer Rechtskurve ins Molekül rein. Deswegen ist dieses hier das R-Enantiomer. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, naja, jetzt habe ich hier von der Seite geguckt. Wie ist es denn, wenn ich das von hier mache? Muss das gleiche Ergebnis rauskommen? Von der CH3-Gruppe zum Wasserstoff, zur CH3-Gruppe, die dann hinten liegt, zum Wasserstoff ist auch eine Rechtsschraube, ebenfalls R. Damit eng verwandt sind die sogenannten Atrop-Isomere. Das sind auch Verbindungen mit Chiralitätsachse, wobei es sich um letztlich Konformationen handelt, wo die Rotation um irgendwo eine zentrale CC-Bindung eingeschränkt ist. Also damit handelt es sich um chirale Rotamere. Erstes Beispiel hierfür. Ein Biphenyl wobei hier diese Seite nach vorne steht. Und jene hier auch. Hier ein Nitrosubstituent, hier eine Carbonsäure als Substituent, hier jetzt noch ein Nitrosubstituent, der aber natürlich dann in die Tafelebene, also hinter die Tafelebene zeigt. Der steht weiter vorne, der steht eben hinten und hier auf der Seite noch eine Carbonsäurefunktion. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Rotation um die zentrale CC-Bindung stark gehindert ist, weil diese Gruppen jeweils aneinander schlecht vorbeikommen. Die Benennung, ob das jetzt hier nun das R oder S Enantiomer ist, erfolgt ganz analog zu dem, was wir dort gerade besprochen haben. Jetzt ist das allerdings in der Newman-Projektion nicht so einfach zu zeichnen. So,
Wir fangen jetzt einfach mal an einer Seite hier an. Kohlenstoff lässt sich nicht entscheiden, aber hier sitzt der Stickstoff dran, höhere Ordnungszahl als der Kohlenstoff. Also beginnen wir hier an dieser Nitrogruppe. Und das Ganze sieht dann so aus. Betrachte nun das Molekül mal von hier unten. Von der Nitrogruppe zur CO2H-Gruppe, zur Nitrogruppe, zur CO2H-Gruppe. Okay, ich schraube mich also hier so rein und mache damit eine Rechtsschraube. Und damit ist dieses hier das R-Enantiomer. Und im Übrigen wird dann gelegentlich mal ein kleines A dran geschrieben, ja, für axiale Chiralität steht das da. Was bei dieser axialen Chiralität auch durchaus erlaubt ist, etwas seltener verwendet wird, das ist anstelle von R und S hat man hier P und M als Deskriptoren für Plus und Minus, aber hat letzten Endes die gleiche Bedeutung. Also P und M können auch bei axialer Chiralität eingesetzt werden, hat man allerdings häufiger bei der helikalen Chiralität. Gucken wir uns gleich auch nochmal kurz an. Ja, also, beide Arten von Deskriptoren sind erlaubt. Weiteres Beispiel. Und zwar eines, was relativ häufig vorkommt. Das sind solche Binaphthyle. Hier ist ebenfalls die Rotation um diese CC-Bindung, durch die die Chiralitätsachse hindurch geht, behindert. Einmal auf der Seite kommen die OH-Gruppen recht schlecht aneinander vorbei. Und hier haben wir schließlich die sogenannten Peri-Wasserstoffe, die auch verhindern, dass das System aneinander vorbeidrehen kann. Diese Verbindungen sind recht wichtig, weil schon dieses Binaphthol wird als chiraler Katalysator eingesetzt. Dann andere Verbindungen sind, wenn hier Diphenylphosphineinheiten dran sitzen, dann ist das recht bekannte BINAP, was auch in der großindustriellen Produktion als Ligand für enantioselektive Katalyse eingesetzt wird. So, um welches Enantiomer handelt es sich hier? Sauerstoff hat die höhere Priorität als Kohlenstoff auf der Seite. Vom Sauerstoff zum Kohlenstoff, zum Sauerstoff, wieder zum Kohlenstoff. Auch hier würde ich eine Rechtsschraube beschreiben. Also ist dieses hier das R-Enantiomer. In der Nachbereitung sollten Sie sich dazu das Spiegelbild zeichnen und versuchen dann dort zu erkennen, dass es dann das S-Enantiomer ist. Helikale Chiralität.
Hier ein strukturell noch recht einfach gebautes Beispiel. Sie können sich vorstellen, für die Ausbildung einer Helix brauchen Sie schon ein Molekül von ordentlicher Komplexität. Und hier ist es auch so, dass sich diese CH-Bindung ins Gehege käme, die müssen sich sterisch ausweichen. Das heißt, einer nach vorne, der andere nach hinten. Wo läuft die Chiralitätsachse hier durch? Die Chiralitätsachse ist hier in der Mitte. Sie müssen sich nur vorstellen, wie wird es denn weitergehen. Diese Verbindungen sind übrigens hergestellt worden, noch mehr Benzolringe dran, dass da also hier komplette Schrauben durchlaufen werden. Solche Verbindungen werden übrigens über photochemische oxidative Zyklisierung hergestellt, die Sie noch kennenlernen werden in der OC2. So, hier steht also die Chiralitätsachse senkrecht drauf und das ist jetzt recht simpel, da zu bestimmen, was ist R und was ist S oder Plus bzw. Minus. Naja, das Ding ist ja schon eine Schraube. Ne? Also wir fangen hier oben an, drehen uns darum. Das ist weiter hinten, das ist weiter vorne, also drehen wir uns so rein, das ist eine Rechtsschraube. Damit ist dieses hier R oder Sie können es auch als das P-Enantiomer bezeichnen. Ja, danke. Nach der helikalen Chiralität noch ganz kurz die planare Chiralität, eine Chiralitätsebene. Hier ein 2,2-Paracyclophan, so heißt eine solche Struktur. Durch diese Henkel da dran, ist das verklammert, werden die beiden Benzolringe aufeinander gepresst. Und sobald jetzt hier ein Substituent dran ist, wird das Ganze chiral. Die Chiralitätsebene geht jetzt formal durch den Benzolring, durch die CO2H-Gruppe und durch diese beiden Kohlenstoffe hindurch. Ich sage jetzt formal deswegen, weil in der Realität, in der Kristallstrukturanalyse, wird man das sehen, durch die Verklammerung ist sogar der Benzolring leicht durchgebogen. Aber formal eben betrachten wir das Ganze hier unten als platt. Hier führe ich jetzt nur mal kurz vor, wie man hier bestimmt, ob das jetzt das R- oder S-Enantiomer ist. Das brauchen Sie sich aber nicht zu merken, weil das kommt dermaßen selten vor und ist auch nicht in allen Punkten komplett kongruent für alle Fälle. Man nimmt sich nun das erste Atom raus, was nicht in der Chiralitätsebene sitzt. Und das kann entweder dieser Kohlenstoff sein oder jener Kohlenstoff. Jetzt sitzt der Kohlenstoff aber näher an dieser höher substituierten Seite, würde auch nach Kahn-Ingold-Prelog gewinnen. Von dem betrachten wir nun die Welt aus. Ja? So. Und jetzt gucken wir von hier auf das nächste Atom in der Chiralitätsebene und wandern nun hier entlang, gemäß den Regeln von Kahn-Ingold-Prelog. Nicht hier rum, sondern da, weil hier höher substituiert. So,
Und das heißt, hier machen wir dann eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn. Von hier aus betrachtet, also von da nach da nach da, das ist gegen den Uhrzeigersinn, also ist dieses hier das S-Enantiomer. Braucht man sich aber nicht zu merken, ja, nur dass es einmal gesehen haben. Ein paar Übungsaufgaben nun. Bitte benennen Sie folgende drei Moleküle. Versuchen Sie sich mal daran. So, fangen wir mal hier links an. Zentraler Zehnerring mit zwei Substituenten. Ja. Also Stammname ist hier Cyclodecan. Jetzt haben wir zwei Substituenten, einen Methylsubstituenten und einen Cyclohexylsubstituenten. Cyclohexyl kommt im Alphabet vor Methyl. Damit ist dieses hier auch die Position 1. Hier oben rumzuzählen würde länger dauern als hier. Hier haben wir die kleineren Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5. Position 1, Position 5. Hier ein Chiralitätszentrum, dort auch ein Chiralitätszentrum. Wasserstoff hat geringste Priorität. Hier ein Kohlenstoff, an dem gleich zwei weitere kommen. An der Stelle dauert es ein bisschen länger, bevor noch ein zusätzlicher Kohlenstoff hinzukommt. Das bedeutet, dieser Substituent hat höchste Priorität, dieser hier zweithöchste, der käme an dritter Stelle. Und damit ist die Drehrichtung hier gegen den Uhrzeigersinn, also S. Das bedeutet, 1S. Hier sieht es nun so aus. Wasserstoff geringste Priorität, dann die CH3-Gruppe. Hier haben wir dann CH2, CH2, CH2 und da ändert sich das hier zu einer höheren Priorität hin. Das heißt, von dem zu dem, zu der CH3-Gruppe im Uhrzeigersinn sollte also R sein. 5R, Klammer zu, ja, das ist der Name. 1S5R1 Cyclohexyl 5-Methyl Cyclodecan. Hier müssen wir die Bicyclonomenklatur zu Rate ziehen. Bicyclo, es sind 9 Kohlenstoffe, also ein Bicyclononan. Mit einer Viererbrücke, einer Dreierbrücke und einer, wo halt kein Brückenatom mehr ist. Also 4.3.0. Bicyclo 4.3.0 Nonan. Jetzt ist es auch völlig egal, ob wir an dieser Position anfangen zu zählen oder an der. Aber hier ist die Regel, dass man
den größeren Ring zuerst, die größere Brücke zuerst beschreitet. Also ist das hier die Position 1, dieses wäre die Position 6. Da hätten wir dann 7, 8 und 9. Wasserstoff, die geringste Priorität. Diese Stelle natürlich die höchste. Hier kommen wir schneller zu dieser Anschlussstelle als darum, also hat das dann die nächsthöhere Priorität. So, von dem zu dem zu dem ist im Uhrzeigersinn also R. 1R. Und nun für die Position 6 das Ganze auch bestimmt. Mal schauen, dies hat hier die höchste Priorität, dann dieses, dann jenes, der Wasserstoff die geringste Priorität. Von da nach da nach da ist so rum, jetzt zeigt der Wasserstoff raus, müsste nach hinten zeigen, also ist es nicht so rum zu werten gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn, das wäre R. Also haben wir ja auch R. Ja, wenn man über den kürzeren Ring zählt, wäre es der fünfte, aber die Nomenklatur, die Bizyklennomenklatur sagt als Regel, wir laufen zuerst über die größte, über die längste Brücke. Ist halt eine Konvention, die es dort gibt. Widerspricht jetzt dem, was wir hier hatten. Sehe ich auch so. Ja. So. Hier haben wir kein Chiralitätszentrum, sondern eine Chiralitätsachse, müssen also hier keine Position festlegen, sondern einfach erstmal bestimmen, ist das nun R oder S. Chlor hat höchste Priorität, höher als die CH3-Gruppe. Vom Chlor zur CH3-Gruppe zum nächsten Chlor, hinter die Tafelebene und wieder vor die Tafelebene zur CH3-Gruppe ist eine Linksschraube, also ist das das S-Enantiomer. Stammname. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kohlenstoffe. Also leitet es sich vom Pentan ab. Ist aber ein Pentadien. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Penta, zwei, drei Dien. Ja, was jetzt nur noch fehlt, das sind die Chlorsubstituenten. An 2 und an 4 Positionen ist jeweils ein Chlor. Also 2, 4, Dichlor, Penta, 2, 3, Dien und es handelt sich um das S-Enantiomer. Machen wir an dieser Stelle bis Viertel nach Pause.